Hallo und willkommen zurück hier bei Wolfenstein The New Order. Und wir sind da, wo wir aufgehört haben, mein Standardspruch am Anfang. Wir müssen die Gefangenen befreien aus dem Gefängnis. Und Anja wartet schon am Fenster bei uns, aber wir lassen uns Zeit. Die Gefangenen laufen nicht weg, der Widerstand läuft nicht weg. Und wir lesen erstmal eine Runde Zeitung. Häftling von Panzerhund gefressen. Berlin, 12. Oktober 1960. Der Fluchtversuch eines Häftlings aus Eisenwald in der letzten Woche endete im Bauch eines der für die Bewachung eingesetzten Panzerhunde. Die Wache versucht noch, den Gefangenen aus dem metallischen Maul des Panzerhundes zu befreien. Allerdings machte die Überlegenheit der Technologie diesen Rettungsversuch zu einem vergeblichen Unterfangen. Vermissen wird den verurteilten Mörder und Vergewaltiger, aber sicher niemand. Und jetzt gehen wir doch weiter zu Anja. Oder ist vielleicht noch was hier im Klo? Nein, abgeschlossen, abgeschlossen. Anja, ich bin schon bereit, wir können los. Sie holen Gefangene ab. Liebkosend. Du musst irgendwie auf das Dach des Transporters gelangen. Wenn du dort unentdeckt bleibst, kannst du bis ins Gefängnis von Eisenwald mitfahren. Wenn? Ich gehe nach unten und lenke die Wache ab, damit er dich nicht sieht. Wir hatten erst eine Nummer und schon denkt sie, wir wären verheiratet. Frauen. Nazi fest. Diesem Kerl fehlt es nicht an Eitelkeit. Ist das verdammte Kapitol gewesen? Okay, BJ Stelfkowitz ist wieder am Start und wir befreien jetzt unsere Freunde vom Widerstand aus dem Gefängnis. Ich habe gar keine Waffen. Ich bin ja inkognito gereist. Scheiß Propaganda hier überall. Guck mal da mal hier rein. Germanier streben nach Perfektion. Das Regime kommt auch komischerweise aus Germanien. Werkstatt, nur autorisiertes Personal. Ich bin autorisiert, aber kein Personal. Was haben wir denn hier so Feines zu entdecken? Was ist das? Schräges Spielzeug, ohne Batterie wertlos. Was ist das? Ein Spielzeug ohne Batterie wertlos. Ja, aber was ist ohne Batterie wertlos? Ich habe eine Batterie gefunden. Sehr nice. Ja, dann machen wir das doch mal hier wie im Yps-Heft, ne? So zusammengesteckt und wir haben einen Laserschneider. Batterie ist leer. Muss neu aufgeladen werden. Kann ich dich jetzt da reinstecken irgendwie? Hm. Kann ich zerschneiden? Ja, Batterie ist leer, muss aufgeladen werden. Ja, okay. Und wo lade ich die Batterie auf? Ich wähle Wolf und sie werden es auch. Wolf, die neue Zigarettenmarke. Natürlich heißt er Wolf. Zigaretten, die kleine Lämmer jagen. Naja, who cares? Die Leute aus Germanien, die nicht deutsch sind, sind sehr merkwürdig. Anweisung in Kraft, ja, okay. Ich muss das. Ja, benutze Laserschneider. Ich dachte, die Batterie ist leer. Ohne Aufnahmen. Ohne Aufladen ist es sinnlos. Ah, da ist eine Batterie drin. Und jetzt mal. Okay. Ist der jetzt aufgeladen? Nein. Also nochmal. Limit erreicht. Jetzt. Warte nur. Ich hab ihn doch jetzt aufgeladen, oder? Erforschung des Universums! Ja, aber. Werden Sie Soldat! Reise, Aktivität und Abenteuer. Ja, so kann man natürlich auch verkaufen. Wie könnte ich das Ding jetzt aufladen? Achso. Hier, den Zaun kann ich zerschweißen. Verstehe ich das richtig? Der, nö, ist unkaputtbar, ne? Also nochmal.
Sieht für mich immer noch leer aus. Du kannst mir sagen, was du willst. Ist das verbuggt? Wenn ich jetzt nochmal hin und her switche? Nehmen wir doch mal hier nochmal. Das klingt schon besser. Was war das? Ich höre Getrampel. Das sieht doch aus, als könnte ich das jetzt hier aufschweißen. Mann, was ist denn los? Ich kann hier nicht weiter, verdammt. Ich muss auch noch meinen Timer einstellen, ich Nudel. Flucht. Schlechter als... Und Start. So. Wieso denn? Wieso ist es jetzt aufgegangen? Also ich muss wie ein Spaß da drin rumsägen, damit das Ding aufgeht. Alles klar. Jetzt habe ich natürlich wieder keine Batterie mehr. Wie komme ich denn? Ernsthaft? Okay, dann lade ich den Schiss nochmal auf. Aufgeladen und weiter im Text. So, also. Wie funktioniert denn das? Ich habe das Konzept noch nicht verstanden. Einfach die ganze Zeit hier so rumdrücken. Also ich werde kein großer Schweißer in diesem Spiel. Das kann ich schon mal sagen. Ja, das wird nichts. Komm ich da schon durch? Ja, BJ Fettkowitz. Nope. Also schweißen wir weiter. Kennt ihr jetzt durch? Ja, jetzt komme ich durch. Ich lade aber erstmal mein nices, neues, cooles Schweißgerät auf. Wahrscheinlich muss ich jetzt hier auch nochmal reinschweißen, weil ich da wahrscheinlich nicht von hinten reinkomme. Okay, wie habe ich denn den angefangen? Einfach irgendwo dran halten. Also wie war das? Einfach wie so ein Scheuter rumsägen. Stampf, 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 stampf. Kapier ich nicht. Nein. Geht nicht rein. Nein. Geht nicht rein. Schreib mir bitte, wie das hier funktioniert. Ich meine, mehr als draufhalten. Wieso ist es schon wieder leer? Viel Geduld, du haben musst, junger Blesko Padawan. Du kannst mich mal. Danke, Mr. Tutorial, dass du mir dieses Tutorial hier anbietest. Es hilft mir nicht weiter, verflucht. Komme ich jetzt hier durch? Oder ist das auch unzerstörbar aus Wolverine Adamantium? Wie denn? Was muss ich tun? Muss ich vielleicht nur kleine... Mann! Ich verstehe es nicht. Kann ich das denn jetzt kaputt machen? Nein. Es ist wieder leer. My body is over the ocean. My body is over the sea. Ich meine, ich stelle mich ja gerne blöd an, aber so bescheuert. Ja, wieso denn? Wie funktioniert das? Boah, ich bin fast blind hier. Das ist so ein kleiner Draht. So ein kleiner Draht. Ist heller als eine Supernova, mein Laser-Ding da und... Muss ich nicht kapieren. Warum? Bug-Alarm. Bug-Alarm. Bug-Alarm oder Noob-Alarm? Ich habe keine Ahnung. Komm ich jetzt hier raus? Ich muss hier raus. Ich muss hier... Ah! Ich hasse dich. Laserschneider, wir hassen es. Wir hassen es einfach total. Ich schneide den ganzen Tag. Und nichts passiert. Das ist fad. Muss ich erst den ganzen Zaun destabilisieren. Das ist so nervig und so uncool. Ich habe das Gefühl, als dass ich einfach unfassbar dumm bin.
unfassbar wäre eigentlich noch geschmeichelt. Eher so. Ja, nicht. Ja. So, alles jetzt. Ich muss wie ein Spast rumlasern oder was? Wie ein verrückter Spast. Dann geht das. Ich kapiere das nicht. Also wie ein Spast. Wie ein völliger Depp, der ich ohnehin bin. Das ist so geil. Ich verstehe das nicht. Ich verstehe das nicht. Geil. Geil, geil, geil. Es ist edel, wirklich. Ich. Willkommen zu Wolfenstein 2 Simulator 2014. Hier zeigt man, wie man nicht durch ein großes Loch kommt. Und hier zeigt. Schock. Und hier zeigt man, wie man professionell und realistisch schweißt. Ich habe immer noch nur mein Messer. Ziehen wir uns doch mal die Rüstung an. Guck mal, was hier Sache ist. Rupp das Fenster auf. Achtung, kein Balkon. No. Klatsch. Jump. Wollen wir mal einen Blick riskieren? Einer vom Regime. Nehmen wir Tor 1, 2 oder 3. Guck mir mal hier rein. Hier ist abgeschlossen. Guck mir mal hier rein. Sieht gut aus. Guck mir mal hier rein. Und. Oh, da pfeift da jemand sehr nah. Vielleicht gehe ich lieber hier rein. Hm. Natürlich ist hier auch noch ein Offizier in der Nähe. Ah! Ah! Perfekt! Ich meine, war jetzt nicht so leise. Sam Fisher hätte das lautloser. Kamera. Oh, Scheiße, der geht da lang. Ja, Mann! Hat jemand das gehört? Ich war so leise wie ein Kätzchen. Wie eine Feder, die vom Frühlingswind hin fortgetragen wird. Hm. Ich werde dich wie ein Schwein aushalten! Ich werde dich wie ein Schwein ausnehmen! Ich hab mich schon gewundert, ey, weißt du? Die Monitore sind so groß, kann ich mich hinter verstecken, aber schade, war leider nichts. Hm. Haben wir noch irgendwas Interessantes zu lesen? Gibt's hier irgendwas? Gibt's da bestimmt geheime Befehle. Einsatzpläne. Position feindlicher Kräfte. Naja, ich hab auch nichts, womit ich Bereich frei halten. Hohe Mathematik hier bei der Wehrma-Regimesmacht. 8x7 gleich 56. Sicherheitsstufe rot. Fächerübergreifendes Abarbeiten. Was arbeiten? Kryptologie-Sektion. Okay. Oh, da ist ein Doggy. Schlafende Hunde weckt man nicht. Hundi! Hundi! Ah. Bam! Voll auseinandergenommen. Was ist hier? Ein Helmchen? Komm schon. So. Ein bisschen. Es klingelt das Telefon. Hallo? Müller, ich habe die Wiesenau-Gefangenen 16 Stunden lang am Stück verhört. Diese nächtelangen Verhöre bringen mich noch ins frühe Grab. Ich bringe dich ins frühe Grab. Ich gehe zu Hause und schicke die Gefangenen zurück nach Eisenwald. Der Bus ist vorhin eingetroffen. Müller, antworten Sie! Verdammt, Müller, Sie erwarten, dass ich Sie bei jeder Kleinigkeit um Erlaubnis frage und Sie besitzen nicht mal den Anstand, auf eine einfache Transportanfrage zu antworten. Lecken Sie mich doch am Arsch, Sie Drecksack! Sie sind eine Schande für die ganze Operation! Ich nehme keine Befehle mehr von Ihnen entgegen, verstanden?
Da herrscht aber eine Disziplin hier bei der Armee. Geil, wenn ich mit meinem Vorgesetzten so sprechen würde. Lecken Sie mich doch am Arsch. Ich schmeiß meine ganze Arbeit hin. Draufgeschissen, was du mir sagst. Wie eine Projektarbeit abliefern. Du kannst mich mal. Geil. Sehr geil. Auf dem Übungsgelände in Sibirien, Moskau, 12. Oktober 1960, die in der Nähe des nördlichen Uralgebirges unweit der Kairasee gelegenen Ausbildungslager von Totenkopfs Kommandoeinheit gelten als die weltweit härtesten ihrer Art. In mehreren Folgen werfen wir einen Blick hinter die Kulissen, um über den Tagesablauf dieser entschlossenen Kämpfer in extremer Kälte zu berichten und zu zeigen, wie aus ihnen überlegene Krieger geformt werden. Nun gut. Ist hier noch irgendwas Cooles? Wieso habe ich das vorhin nicht gesehen? Ich war doch hier schon mal. Verdammt, Müller! Müller! Haben Sie gefälligst den Anstand? Ich arbeite 12 Stunden und Sie haben nicht mal den Anstand, mir guten Morgen zu sagen. Herr Schmidt, Müller, Meier, Schulze, wie auch immer. Richtig gut. Und mir juckt schon wieder die Nase. Ich muss irgendwo ein Regimeangehöriger da in der Nähe sein. Jawohl. Da ist ja immer noch was am Blinken und am Blitzen. Also nochmal. Die Karte. Gut, was? Da hast du sogar der. Da hast sogar der Officer eingezeichnet. Na dann möge die Schnitzeljagd beginnen. Ein Karlauer. Da hat jemand gerade noch eine Zigarette ausgedrückt. Mr. Offizier, sind Sie zu Hause? Alter, wie ich mit meinem Messerchen rumspiele. Er telefoniert gerade. Ist mir scheißegal. Telefoniert gerade mit Müller. Wichtige Unterlagen. Enigma-Code, Fragment 8 von 8. Erster Mensch landet auf dem Mond. Berlin, 21. Juli 1951. Und die waren schnell dran, 12 Jahre. Um 15.56 Uhr am gestrigen Tage betrat Hans Armstark als erster, vor allem nicht Armstrong, sondern Hans Armstark als erster Mensch den Mond. 30 Minuten nachdem Armstark und sein Co-Pilot Emmerich Otte das Mondmodul zu der als die glimmenden Schale bekannte Landestelle gesteuert hatten, fand der erste Kontakt mit der Mondoberfläche statt. Nach der Landung begannen die beiden Astronauten ihr Abenteuer auf dem Mond mit dem Aufstellen unserer wunderschönen Flagge. Danach sammelten sie Boden- und Gesteinsproben für die weitere Analyse auf der Erde. Ja, die waren schon immer etwas früher. Reibung, das sind wieder die Top-Bestseller. Schichten, die Änderungen, das sind alles. Und natürlich Emanuel Schell, der Top-Autor unserer Zeit. Generationsübergreifend wertvoll. Hier das Bild eines süßen Rottweilers, der in seinen Napf geschissen hat. Und ja, hier wieder unsere Propaganda. Weiter geht's. Gucken wir mal aufs Kärtchen. Wie gehen wir denn hier lang? Da hoch. Ach, wir können hier wahrscheinlich aufs Fenster klettern, oder? Ja, können wir. Warum habe ich das nicht vorher gesehen? Los hier, Bastarde, raus! Schichtwechsel, wir sind spät dran! Eine Minute! Genau eine Minute hat's. Dann müssen wir aber los. Ja, ja. Nach rechts. Hey, du da. Ich komm nicht runter, ich kann nicht runterspringen. Vorwärts! Du faule Drecksau, beweg dich! Alter, da kriegst du richtig Hass auf die Säcke. Du bist ja nicht zum Faulenzen! Raus! Schnell, vorwärts! Ich zeig's dir, du! Komm schon, vorwärts! Oh, den würde ich so fertig machen. Dich krieg ich noch, Junge, dich krieg ich noch. Vorwärts! Hey, du! Dann schäte! Vorwärts! Kommst du kannst hier faulenzen? Nach links, komm schon! Du Drecksau, los, los, los! Los! Na los! Ich weiß das von dem Spiel ziemlich zu schätzen, dass sie diese Intensität so darstellen. Verdammt. Das ist schon erschreckend, ne? Die Menschen behandeln. Scheiße. Aber wir haben es geschafft. Wir sind auf den Transporter Richtung Gefängnis. Stein. Beton. Super Beton. Gibt es überhaupt noch etwas auf dieser Welt, das sich zu retten lohnt? Verzweiflung. Hä? Tyrannei. Ein endlos mächtiger Feind.
meine alten Kameraden noch am Leben sind. Vorsicht! Wenn ich der Letzte bin, dann kämpfe ich allein. Und ich verspreche euch... Los, 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 dreckiges Pack! Freunde, wenn sie euch hier festhalten, werde ich euch finden. Und befreien. Das ist so eine coole Sau, oder? Da sieht's schlecht aus. Bist du sicher, unbemerkt auf dem Dach weiterzugehen? Diese ganze Architektur hier, die erinnert mich an diese alten Nazi-Konstruktion. Oh, welch ein Zufall. Aber dieses Idealbild, ich weiß nicht, war es Speer oder so? Spohr? Irgendjemand, die hatten noch einen Architekten und der hatte dieses ganze New Age-Gedöns von wegen Drittes Reich so neu aufgebaut und ganz Berlin umgeplant. Und dieses riesige Kapitol, meine ich, dort auch noch irgendwie geplant gesehen zu haben. Oh, wow. Heute in Kunstworten ausgedrückt. Ups. Fahrlässig. Also weiter im Text. Wir gehen jetzt hier lang. Da ist ein Dach. Da hinten könnten wir auch lang gehen. Einigermaßen Freiheit, die wir hier haben. Das Gefängnis von Eisenwald. Wir haben es endlich geschafft. Und natürlich drehst du dich wahrscheinlich jetzt im letzten Moment um, um mich zu entdecken und Alarm, Alarm zu schreien. Nein, tut er nicht. Oh, das ist so fies, ey. So fies, so fies, so unfassbar fies. Du bist so fies. Ich hoffe... Nur rumzucken, dann geht's. Wenn du schweißen kannst, dann würde ich mich interessieren, ob man auch so in der Realität schweißt. Du möchtest eine Naht schweißen und... Und irgendwann ist es dann durchgeschweißt. Ich weiß nicht, ob man das so macht. Ich bin ja kein Experte auf dem Gebiet. Noch auf irgendeinem anderen. So, weiter geht's. Ich schleiche halt so langsam. Das ist das Problem. Jetzt dreht er sich um. Und dann bin ich entdeckt. Und dann Alarm, Alarm. Und. Nun gut. Oh, da geht die Geräusche. Was ist das? Ernsthaft? Wie? Ich hab's geschafft. Da ist wieder ein Hundi. Bist du das, der den Flüchtling getötet hat, von dem die Zeitung berichtet hat? Sprich rasch, kleiner Hund. Du siehst so krank aus. Oh Gott, ey. Nicht nur Gewalt an bösen Menschen, sondern auch Gewalt an bösen Tieren. Ich kann nicht mein Schweißbein aufladen. Ja. Ja, lad ihn doch auf, Mann. Du bist so ein Noob. Weiter geht's. Können wir hier rein? Abgeschlossen. Da sieht aus, als könnten wir da lang gehen. Was? Ja, ist klar. Du spinnst doch. Hat mich da gerade... Ich guck's mir nochmal an. Da hat... Oh, 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 da hat mich doch kein Laserstrahl gesehen, oder? Was? Da kommt sogar einer an. Nein, nein, nein. Jawohl. What? Der hat mich nicht gesehen.
Ja, Mann. Tack, 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 tack. Wie er mit seinem Messerchen rumspielt. Als wäre es der gechillteste Typ überhaupt. Ist hier mitten im Feindeslager. Überall Gegner und immer... Hätte ich jetzt nicht ganz so die Eier zu, muss ich zugeben. Ist voll. Sehe ich hier noch irgendwelche Feinde? Luft sieht rein aus. Ich sollte jetzt weiter in den inneren Bereich vordringen. Irgendwo hier müssen die Gefangenen sein. Huch, und ich laufe hier auch noch aufrecht stehend. Die Wachen des Gefängnisses sind nicht so aufmerksam wie die Frontsoldaten. Oder die Wachsoldaten. Oder die Grenzsoldaten. Oder die Putzfrau. Da ist ein Rohr zum Reinklettern. Ich werde reinklettern. Okay. Und hey, habe ich jetzt E gedrückt? Nein, jetzt habe ich E gedrückt. Infiltrations-Action. Oh Scheiße, lauf. Danke, dass du mir das Wort aus dem Mund genommen hast. No! Nein, deine Lieblingsbeschäftigung. Nein! Nein! Nein, ich wusste, dass mich der Schweiß irgendwann aufbricht. Na! Du... Ich kann nicht schweißen. Ich habe das Konzept nicht verstanden. Ich verstehe es nicht. Ich kenne nur so, man muss die Energie auf einen kleinen Punkt zentrieren, damit irgendwann die Kette durchgeschweißt ist oder so. Ich meine, ich kann ja auch völlig falsch liegen. Aber es funktioniert einfach nicht. Es klappt nicht. Oh, wie oft werde ich jetzt an der Ecke sterben? Perfekt, genau, deshalb habe ich auch gedacht. Oh Scheiße, lauf. So, okay, 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 okay. So, und du? Jetzt, ich verstehe es nicht. Ich verstehe es nicht. Och, Mann! Mann! Ah! Wie soll ich denn das schaffen? Ich komme mir so dermaßen dumm vor. So dermaßen dumm. Oh Scheiße. Wegrennen. Segeln. Wo denn? Wie denn? Was denn? Ich. Mann. Oh Scheiße. Lauf. Ja. Also, wo jetzt? Also jetzt mal gucken, gucken. Wo soll ich jetzt hier? Wo? Jawohl! Ich hab's geschafft! Und nein, 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 nein. Wo muss ich lang? Wo muss ich lang? Auch ein blindes Huhn trinkt mal ein Korn. What the? Können mich also sehen, wenn ich den hier mache. Komm her, ich zerquetsch dich! Hat er mich auch noch gesehen. Was? Was ist das für ein abgefahrener Move? Ja, nicht so professionell, schon klar. Eine Leiter. Vielleicht soll die hochleitern. Hat er sich gerade die Füße abgetreten? So ein reinlicher Regimist. Hat eine Blase wie ein Endgegner, der Typ.
Alter. Ein guter Schluck deiner eigenen Medizin. So. Wieder einen guten Topf Hundenapf. Damit geht's uns wieder blendend. Ruhe, Bran. Ich hab dich fertig gemacht. So, okay. Da war noch nur noch einer drin. Jetzt die Frage. Wie komme ich denn da jetzt vorbei? Da sind bestimmt zwei drin, oder? Hier noch irgendwie? Ne? Ich hätte gerne jetzt irgendwie etwas zum Lärm machen. Hier vorbeisprinte. Hä? Was war das? Verhören die den? Oh! Und der nächsten. Wo ist er denn hin? Ja, Ruhe bewahren. Ja. Warum immer schleichen, ne? Man kann ja auch mal die Karte der Patrouillenrouten. Schön, bisschen Rüstung mitgenommen. So, dann werden wir jetzt hier demnächst unsere. Ja, einen Schlüssel haben wir auch. Wolf, wenn man. Was? Zigaretten. Ja. Wollte ich mir gerade die. Wir können auch auf uns gegenseitig einstechen. So, getötet. Wolf, jedenfalls die tolle Zigarettenmarke. Ich weiß auch nicht, warum die nicht so lesbar sind. Wissenschaft auf dem Mond, Wissenschaft der Zukunft. Gemeinsam für ein blühendes Morgen. Das, ja, haben sich Mühe gegeben, ne? Die Photoshopisten. Werden sie Mondsoldat. Schon wieder hier. Oh, jetzt sind sie schon zu fortgeschrittenen Funktionen übergegangen. Das sind ja noch nicht meine Funktionen. Da fehlt nämlich noch der. Manhattan in 5 Jahren bewohnbar. Berlin, 12. Oktober 1960. Seit 10 Jahren ist Manhattan eine radioaktive Wüste. Aufgrund des Risikos tödlicher Strahlendosen wurde bisher erst wenige Versuche unternommen, die Sperrzone zu betreten. Doch nun glauben Wissenschaftler, eine Möglichkeit gefunden zu haben, den radioaktiv verseuchten Boden in New York in nur 5 Jahren wieder bewohnbar zu machen. Diese Technologie könnte endlich den sicheren Einsatz von Atombomben ohne Umweltschäden ermöglichen, sagte Professor Johann Treut heute Morgen auf einer Pressekonferenz. Der ökologische Einsatz von Atombomben, das klingt schon total geisteskrank. Luftschiff. Axto Industrie. Tesla Funken. Jetzt auch im Kleinformat. Viele neue Werbung hier. So, irgendwo müssen dann auch die Zellen kommen, oder? Kann ich nix? Nix drum schweißen? Kann ich auch nicht schweißen? Okay, Rüstung. Ah, den Schlüssel. Vorsicht, Vergiftungsgefahr! Warum? Weil hier so viele Motoren sind? Gegen Wurfmesser. Aus wie eine riesige, ja, Lagerhalle. Brauche ich dir eigentlich auch nicht sagen. Ich habe die Vermutung, dass du das siehst. So, ich muss dich erwischen, bevor du zum Ausgang kommst. Das wird knapp. Ja, erwischt. Super. Perfekt gekillt, der letzte Kill dieser Folge. Ich hoffe, du bist beim nächsten Mal wieder dabei. Die Story von Wolfenstein ist einfach echt krass. Ich finde, das ist richtig, richtig gut inszeniert und ich freue mich auf alles, was jetzt noch folgen mag. Ich hoffe, es gefällt dir auch. Ich hoffe auch, dass du beim nächsten Mal wieder dabei bist. Wenn es dir gefallen hat, wie gesagt, Daumen hoch, etc. pp. Bis dann. Ciao.
tell you how this is gonna work. I'm gonna ask you one question. You are gonna answer that question in a way I find satisfactory, and if you do not, I will saw your head off with this here appliance, you hear me? Zur Hölle mit dir, deinem verdammten Widerstand! Schieß dich einfach ab, leg dich einfach flach, nimm dich mit zu mir, stell dich in mein Haus.